Dann mache ich das mal eben. Das geht ja recht fix. Also Metmischung. Ach, hier. Metmischung geht ja recht fix. Ich guck mal kurz, was brauchten wir denn für die neuen? Längeres Alter. Das ist ja nicht der hier, ne? Alter über Zeit für etwas Alter. Das ist der hier gewesen. Und der erhöht unsere Regeneration. Verstehe. Ist das besser? Alterregeneration plus 25%. Sind die 25% zusätzlich? Also wir haben ja hier schon plus 30, plus 50 und nochmal plus 50. Das macht insgesamt plus 130, steht da auch. Sind die 25 gerechnet auf die 130%? Oder sind dann einfach es 155, also nochmal 25 erhöht? Wisst ihr, was ich meine? Macht ja schon einen Unterschied. Aber auf jeden Fall so oder so würde ich den herstellen. Ich gucke aber trotzdem nochmal kurz nach. Starke Heilung, das ist der hier, ne? Sehr gesunder Met. Ne, der ist das. Der ist neu. Hä? Ne, doch nicht. Sehr gesund. Sehr gesunder Met. Der Gesundheit über Zeit. Oh ja, doch. Honig, Blutklumpen, königliches Gelee und Harz, Beeren, Magierhut. Also beide Honigsorten. Dann das blaue Zeugs. Ich komme sowieso wieder durcheinander. Ich muss zweimal laufen. Ich merke es doch jetzt schon. Ich nehme mal so. Halt, so viel brauche ich nicht. Ich mache mal so, so und das hier so rüber. Dann hier noch ein Fuffi raus. Halt, das war schon wieder falsch. Dann die Beeren. Die hier. Dann Pilze. Die hier. Und was fehlt mir noch? Ich hab's vergessen. Alter. Hier. So. Sehr gut. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, was die letzte Zutat war für den gesunden Met. So viel zu dem Thema. Ach, Blutklumpen. Ja, Blutklumpen waren's. Sehr gut. Ach, Hühners. Ehrlich jetzt mal. Das macht ihr doch mit Absicht, genau im Weg zu stehen. So, Fleisch. Her damit. Und dann wieder runtergerannt. So. Run, run, run. Hier ran. Und dann stellen wir hiervon mal 4 her. So. Und noch ein. Zack. Und dann noch die starke Heilung. Da mache ich auch mal 4 von. 1, 2, 3 und wir haben keinen Platz mehr. Dann packe ich mal so und so und so und so und so und so und so. Außerdem nehme ich mal ein längeres Alter raus und packe die schon mal. Ja, mache ich gleich mit Ausdauermet, ne? Ja. Dann muss ich noch eine für die Heilung herstellen. Halt! Stopp! Heilung. So. Zack. Sehr gut. Und alt. Für den besseren Ausdauermet. Ich weiß gar nicht, ob es einen besseren gab. Ich glaube aber ja. Ich schau mal kurz nach. Geringere, mittlere, längere. Das ist aber nur für die Regeneration. Es gibt keinen besseren, ne? Wenig Alter, Frostwiderstand. Sehr gesund. Mitmischung lecker. Da müsste ich theoretisch auch wieder ein bisschen was herstellen. Aber ansonsten gibt es hier keine. Nicht, dass hier irgendwo eine Mitmischung ist. Das wäre ja voll gemein. Die sind schon alle übereinander, ne? Hier geht der Pilzshake. Nichts, nichts, nichts. Püriertes Fleisch. Nee, nee, nee. Gut. Ja, hier wäre noch einer. Aber das ist ja nur der Gerstenwein. Es muss schon hier irgendwo sein. Mitmischung. Ja, dann müsste ich die oder die nehmen. Mittlere Ausdauer, ne? Also Moltebeeren, Pilz und Honig. Der gelbe Pilz und Honig. So sei es. Muss ja sein. Ach komm schon, Hühners. Allmählich wird's lästig. So, rein damit. Moltebeeren mitnehmen. Dann Honig packe ich mal rein und nehme 40. Und hier sind ja 40. Sehr gut. Und den Rest kann ich wegsortieren. Pilze rein. Monsterfleisch. Hier. Das kommt dorthin. Dann Harz. Hier rein. Zack. Und dann gehen wir wieder nach unten. Wir haben außerdem noch den einen Met hergestellt für live. Den packe ich hier mit in die Metmischung in Kiste rein. Das wäre der hier. Und hier ist das längere Eiter. Das packe ich zusammen mit... Hä? Habe ich was vergessen?
Warte mal. Ach, die gelben Pilze, nicht die Moltebeeren, nicht Storchkopf. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Moment. Die gelben Pilze. Oh! Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich nehme alle raus. Schon klar, ne? Wir haben da keine Knappheit. Die sind nur alle auf dem Speicher. Ich weiß nicht, ob ich welche runterholen muss. Ich guck mal. Ja, muss ich. Nee, ich wollte nur zwei machen, ne? Ich mache erstmal nur zwei. So. Und so, eigentlich wollte ich vier herstellen. Aber so sei es. Eine packe ich hier rein. So und so. Und fertig. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, können wir uns vorbereiten. Vielleicht nochmal pennen gehen mittlerweile. Und dann gehen wir wieder in die Aschenlande. Halt, der Pilz kommt hier rein. Die Beeren hier. So und so. Der Honig hier. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ratzen. Halt. Ich sehe gerade, wir können noch unsere Axt retten. So viel Zeit muss sein. Und nach oben. Weil jetzt haben wir es bestimmt auch... Oh, ja, die Sonne ist gerade am Untergehen. Es wird allerhöchste Eisenbahn, also nichts wie hinauf. Weil nicht, dass wir dann in der Nacht noch von bösen Feinden überrascht werden. Oh, die muss ich auch gleich holen. Mache ich dann. Aber erst einmal, gute Nacht. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, wir gehen direkt runter. Und ich hatte mir auch überlegt, wir haben ja ein paar Notportale gebaut. Ne? Und merke allerdings, die brauchen wir gar nicht mehr. Not 1 zum Beispiel. Ne, das ist 3. Das ist 2. Not Asche. Das hier ist unser Aspen-Jagdgebiet. Not 2 zum Beispiel könnte ich mal nach vorne ziehen. Oder? Ich gehe mal kurz. Dafür brauchen wir Portale. So sei es. Elots? Ich glaube, ein Portal reicht. Mehr brauche ich nicht. 20. Augen 10. Und natürlich noch 2. Sortlingskerne. Halt. So. Und dann mache ich mal ein Portal. Hier hin. Und nenne das... So. Und nenne das A, B, C. Nee. Nenne ich nicht. Ich mache wieder irgendeinen Kauderwelsch. So, kopieren. Dann gehe ich in Notasche 2. So, nenne den so. Dann reconnectet er sich mit dem bescheuerten Portal. Hier sind ja keine Klumpen mehr, ne? Ne, das sind Ruine. Und hier ist kein Erz mehr, ne? Gut, dann können wir den hier weglassen, nämlich. Das hier bleibt dann hier zwar stehen, aber so sei es. So, perfekt. Ich gehe nochmal kurz nach unten, hole nochmal 10 Holz, weil die brauchen wir dann auch gleich. Also hier hin. 10. So. Zack. Und den... warte mal, ich muss mir noch Ausdauernahrung holen. Dann nehme ich mal den 9er mit. Und mariniertes Grüngemüse brauchen wir auch allmählich wieder. Naja, wir haben ja noch ein bisschen. Ich mach mal so. Und davon brauchen wir eigentlich auch bald wieder was. Naja, was soll's. Kochen können wir immer noch dann. Und da will ich natürlich dann auch die Top-Nahrung machen. So, das hier können wir abreißen. Weg damit. Und dann kann ich den hier, Notasche 2, kopieren. Und mach den zu Notasche 2. So, perfekt. Dann einfügen. Notasche 2. Der müsste sich connecten. Und dann haben wir hier einen weiteren Vorposten. Hier kann ich Not 2 entfernen. Das kann ich entfernen. Und hier mache ich mal ein neues Haus hin. So. Zack. Und nenne das Not... Nee. Ja doch, Not 2, ne? Not 2 mache ich so. Sehr gut. Nein! Hier ist ja der mysteriöse Ort, ich Idiot. Moment. So, das war jetzt unklug. Gut. Ich habe mich geirrt. Ich nehme... Dann mache ich es doch anders. Entschuldigung. Und zwar habe ich hier, Gott sei Dank, den noch eingespeichert. Nein, habe ich nicht. Ah! Ich müsste es in der Aufnahme nachgucken, ne? Scheiße. Nein, das habe ich verkackt. Ja, egal. Komm. Das ist nicht weiter wild. Wir haben den einen mysteriösen Ort nämlich. Warte mal. Oh, scheiße, das ärgert mich. Ich hätte die anders tauschen sollen. Ich hätte 3
und 2 tauschen sollen. Weil jetzt muss ich hier den ganzen Weg bis hier unten hinlaufen. Aber ich glaube, das mache ich trotzdem. Ich guck kurz in der Aufnahme nach, wie die Kombination war. Es tut mir leid. Also, bis gleich. So, alles klar, ich hab sie wieder. Ich habe mal kurz in der Aufnahme nachgesehen. Ja, das war jetzt natürlich nicht so klug. Das bedeutet, das hier mache ich nochmal kurz. R6. RS. DF. GH. Nee. GBHS. So. Perfekt. So. Und der ist jetzt der. Warte mal, Notasche 2 habe ich jetzt getauscht. Dann, bevor ich jetzt hier wieder einen Fehler mache, nochmal gucken. Notasche 3 wollte ich wechseln, ne? Denn Not 2 ist jetzt hier vorne. Not 3 und der, die tausche ich. Not 3 ist ja unser Askbindingens. Ne, das ist Notasche 1. Hm. Wo ist denn Notasche 3? Ich nehme mal kurz den, kopiere das. Ich muss noch mal kurz hier reingehen und den entfernen, ne? Moment. So, den hier noch mal kurz wegmachen. So. Weil den hier wollen wir ja behalten. So, dann ist der hier wieder frei, ne? Perfekt. Das heißt, jetzt gehen wir in Notasche 3. So. Hier sind wir hier oben auf dem Ding jetzt, ich erinnere mich. Und da machen wir jetzt das hier rein. So. Die Workbench kann ich mitnehmen. Mache ich auch. Sehr gut. Und dann nicht sie weg hier. So, perfekt. Wie spät haben wir es eigentlich? Morgens, ne? Sehr gut. Dann kann ich nämlich den hier, jetzt kann ich ihn abreißen. So. Zack. Oh, was leckt denn hier so übel ab? Ach, weil wir aus den Aschelanden kommen, ne? Stimmt. Und jetzt haben wir hier Notasche 3. Und der hier wird jetzt zu Notasche 3. Also hindurch. So, perfekt. Rein damit, Notasche 3. Und jetzt sollten alle connected sein. Und jetzt muss ich allerdings den entfernen und hier hin. So, Not 3. Dann haben wir jetzt hier die Not 3, da die Not 2. Und Not 1 war irgendwo hier, ne? Habe ich gar nicht eingetragen. Irgendwo hier, glaube ich. Kein Plan. So oder so ist das hier auf jeden Fall ein guter Ort, wo wir losgehen können. Und wir haben ein Portal dabei. Ich hätte sogar noch 20. Aber hier fehlt auch eine, ne? Wenn das so ist, baue ich hier mal eine hin wieder. So. Und dann gehen wir mal zum mysteriösen Ort, oder? Da. Weil da sind bestimmt noch sehr wertvolle Ressourcen drin. Wobei ich davon ausgehen werde, das wird kein Zuckerschlecken. Ne? Also gut vorbereiten. Wir haben Tränke dabei. Wir sind gut vorbereitet. Da ist ein Zwerg, der kann uns helfen. Ja, der ist auch nicht feindlich. Oh, da ist eine Walküre. Und du Zwerg, pass mal bitte auf. Vorsicht! So. Vorsicht, Zwerg, ich will dich nicht treffen. So. Vorsicht! Du bist geboxt. Tschüss. Sehr gut. Sei gegrüßt. Ja, selber. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Hm. Hier kommen wir nicht durch, ne? Da muss ich so oder so drum rumgehen. Also hier rum oder hier rum. Ich glaube, hier rum ist kürzer. Also so. Und wenn hier Feinde sind, zu viele auf einem Haufen, dann hau ich einfach ab. Dann mache ich Eiktür an und auf Nimmerwiedersehen. Hier lieber nicht lang, ne? Sondern da. Warte mal. Ja, ist auch richtig. Da sehe ich schon Feinde, die outrunne ich einfach mal. Da gehe ich mal großzügig drum rum. So. Oh, und hier haben wir auch wieder ordentlich Wald. Ja, ne, da habe ich mir auch überlegt, wir müssen eigentlich mal den Bergkönig anmachen, ne? Mache ich Bergkönig an und dann wird hier ordentlich gefarmt. Wir brauchen so viel. Ich will ja das, was wir bei uns im Lager gemacht haben, irgendwie in jeder Etage gerne machen. Aber das braucht so viel Ascheholz. Das trage ich aber mal ein. Hier. Hier haben wir auch noch einen Aha-Spot. Huch. Aha. So. Und da sind Pilzis. Hör damit.
So. Und da sind noch Knochen und Pilze. Die hole ich auch. Wenn da Knochen sind, kann es sogar sein, dass da eine Höhle ist. Auch die müssen wir mitnehmen. Oh ja, hier dieses Geäst, ne? Bin ich mal dran verreckt. Nee, aber das ist keine Höhle. Tschüss. Ah ja, dein Loot hätte ich gern. Und die kriege ich auch noch rum. Auf Wiedersehen. Da kommt noch einer. Ah, da ist ja auch ein Spawner. Ups. Ja gut, komm. Dann gehe ich mal out of range. Und mach das jetzt schnell kaputt. Und verzieh mich. Zack. So, her mit dem Stuff. Und natürlich die Eggs. So. Ja, und die werden hier jetzt beliebig nachspawnen, deswegen verziehe ich mich mal. Und ganz ehrlich, hier die Knochen, ne? Weg damit. Das ist nur unnötiger Ballast. So, ist das hier vielleicht eine... Oh, das sieht ja geil aus. Eine Ruine im Stein. Ah ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Tschüss. Hier ist noch ein Pilz. Hör damit. So. Da ist Purestit, oder wie das heißt. Purestit. Purestit. Wie heißt das nochmal? Prustit. Prustitpulver. Perfekt. Da ist sogar noch einer. Ja, komm. Ah, der ist aber ganz schön dicht an der Lava, wa? Und du hältst mal schön die Klappe. Oh. Ja, jetzt kommen hier doch schon eine ganze Menge Feinde. Ich verzieh mich mal. 7. Und auf Wiedersehen. Oh, hier ist ein Energieschild. Das heißt, wir sind Zwergis. Moin, moin. Oh, da ist ein Asquin. Oh. Ja, hier ist ja was los. Könnt ihr mir mal helfen? Ich glaube, ich hau hier einfach ab, oder? Oh, der hat zwei Sterne. Oh. Ja, moin. Hier ist was kaputt gegangen. Das freut mich. Das kann ich schön alles mitnehmen. So. Hier ist noch ein bisschen... Ja, das ist nur normales Holz, ne? Ja, gut. Ja, vielen Dank. Ich habe jemanden gesehen, der nur in Unterwäsche und Gürtel herumgelaufen ist. Sah angenehm kühl aus. Ja, das war wahrscheinlich ich, nachdem ich verreckt bin. Keine Ahnung. So, wir müssen nach da. Dann gehe ich da auch hin. Run, run, run. Schön nach Feinden Ausschau halten. Aha. Ein Geier. Da ist noch einer. Der wird bestimmt gleich kommen, wenn ich das hier kaputt mache, ne? So, verbrennst du. Das wäre natürlich erfreulich. So. Ja, mit dem ganzen Stuff. Ach so, wir sind diesbezüglich überladen. Oh, wir haben ja ein Erzdingens. Ist aber eigentlich alles wertvoll, ne? Scheiße. Ja, dann schmeiße ich das hier weg. Sortiere mal kurz aus. Die wertlosen Knochen. Weg damit. Und dann gib mir mal die wertvollen Knochen. Sind keine, ne? Gut. Aber die Eier nehme ich natürlich mit. Sind hier noch mehr? Nee. Gut. Dann nicht sie weg hier. Kommen wir da durch? Ich hoffe es einfach mal. Wir müssen sowieso nach da. Weg von diesem Spawner außerdem. Aber ich habe das Gefühl, hier ist überall Lava. Laggity lag. Das zeigt ja... Oh, da ist eine Festung. Sehr gut. Oder ist das die... Ist das der Spot? Nee, der mysteriöse Ort ist da hinten. Aber hier haben wir eine Festung. Boah, was ist das denn? Das ist der mysteriöse Ort, oder? Das könnte er sein. Ich sollte mal diesen Spawner hier vernichten. Denn da ist Erz, da ist eine Festung, da ist was auch immer. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich irgendwo unser Portal hinbauen. So, treffe ich überhaupt? Ja, ne? Gut. Naja, ich sehe schon, dass ihr da auf mich zukommt. Mögt ihr gar nicht, wenn ich euren Spawner zerstören will. Das kann ich verstehen. Aber ich mag euren Spawner nicht. Das müsst ihr verstehen. Nein, es geht kaputt. Na also. Und dann kümmere ich mich um euch. Herkommen. So.
Und auf Wiedersehen. Ich mache jetzt mal platt. Aua. Hat mich sogar noch getroffen. Dreist. So, dann du. Und. Piu. Nachbar. Hat mich echt noch getroffen. Aber ich habe Angst. Da kommt ein Askwin, ne? Hm. Wusste ich's doch. Kurz nicht aufgepasst und schon. Oh, Gott sei Dank hat er keinen Stern. Ich jump mal hier so hoch. Und laufe im Kreis. Ich mach mal den Krieger kurz kalt, dann haben wir den schon mal erledigt. Und der Rest geht auf den Askwin, so. Ausdauer aufladen. Trotzdem getroffen, drei ist leider verdammt. Im Kreis gehen, ne? Da kommt er nicht mit klar. Scheiße! Alktür. Ich lauf mal hier so hin. Oh, hier sind mehrere Askwins sogar. Ich lauf mal hier rüber. Energieschild. Und so. Der ist schon mal down. Scheiße! Der hat einen Stern! Ah! Gut. Den Krieger. Ach, scheiße, da ist wieder einer. Hier muss ich aufpassen wegen Lava. Da ist ein Stein, den gucke ich mir später an. So. Schön im Kreis gehen. Ausdauertrank vielleicht. Oh, scheiße, sind da schon wieder viele Feinde. Ich habe so Angst gerade. Ich mach mal 6. Ich habe Angst vor dem Askwin, der kommt bestimmt gleich um die andere Ecke. Wo ist er? Wo ist er? Ist er weg? Ist er abgehauen? Also bitte, bitte hau ab. Verzieh dich. Stuff, ne? Soll ich mal hier kurz ein Portal bauen? Schnell. So. Und da... Ja, und dann gehen wir zurück, ne? Es wird nämlich, glaube ich, auch gerade dunkel. Also schnell hindurch. So, perfekt. Dann laufen wir zum Lootloch, schmeißen alles runter. So, das brauchen wir alles nicht. Stimmt, ich hätte mal die neuen Stäbe ausprobieren können, wa? Muss ich mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. So, Sonne ist gerade untergegangen. Jetzt aber schnell. Auf diese ganzen Nachtpatrouillen habe ich immer mal übel keinen Bock. Also run, run, run. Die Tür ist immer noch aktiv. Eigentlich sollten wir uns beeilen, ne? Gute Nacht. So, guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange und gehen sofort los. Laggedy lag, natürlich. War ja mal wieder klar. So, hindurch. So, Energieschild. Sehr gut. Und ich glaube, das Portal nehme ich noch ein Stück mit, ne? Das steht hier nicht so safe. Oh, ich habe richtig Angst vor der Valkyrie. Da hinten sind Ruinen. Wo bauen wir unser Portal hin? Hier ist ein mysteriöser Ort. Vielleicht hier so? Ich sollte die Valkyrie jetzt bekämpfen, ne? Weil sie wird ja früher oder später sowieso herkommen. Und dann wird sie das Portal angreifen. Komm. Ich baller mir nochmal die Ausdauernahrung. Und dann hole ich den. Dann mache ich den eben platt. Höher. Das sieht gut aus. Nein, noch höher. Alter, wie hoch ist der denn? Komm schon. Ja. So, herkomm, mein Freund. So. Er macht seine Feuerbälle. Viel Spaß dabei. Ich habe auch sogar noch eine Tür an. Sehr gut. Ich laufe mal weg. Oh, hier ist ein weiterer Feind. Da sollte ich natürlich aufpassen. Ich gehe mal hier im Kreis. Och nö. Hier ist noch einer. Ich mache mal kurz platt. Dann Energieschild. Och nö, hier habe ich noch einen Askwin. Ah! Scheiße.
Ich baller mir mal den hier. Mach den Lavaklumpen da weg. Wow! Lauf, 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 lauf! Lavaklumpen! Down! Autsch! Oh oh! Nein! Lauf, 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 Energieschild! So. Und das war's. Tschüss! Puh. Deine Federn natürlich. Wie viel habe ich? Droppt der nicht drei oder droppt der immer zwei oder drei, ne? So, dann nehme ich dir das Pulver mit. Und da hinten den Aspen nehme ich mir ebenfalls vor. Alter, das sieht so geil aus. Ja, den hier natürlich plätten. So. Ist einfach nur warten. Gut. Und den Aspen da hinten lock ich mal her. Ah, der hat auch einen Stern und der ist schon fast down. Sehr gut. Das ist der von letztem Mal. Und auf Wiedersehen. Mit deinem Loot. Dann haben wir hier noch Schweifel. Und so. Damit. So. Da ist Erz. Da ist ein Krieger. Den hole ich auch nochmal kurz her. Aber wo baue ich die Base hin? Hm. Ja, wir müssen theoretisch irgendwie näher ran, ne? Aber hier ist überall Lava. Oder soll ich die Festung einnehmen? Könnte man auch, ne? Hm. Weil dann könnte das unsere Base werden. Macht eigentlich Sinn. Aber ich guck mal kurz, weil die ist auch komplett von Lava umgeben. Ja. Wir könnten allerdings irgendwie hier so eine Treppe hochbauen. Oh, das sieht ja auch geil aus, als ob das da rausfließt. Hm. Angst, dass hier irgendwie ein Aspen kommt und es in die Lava kickt. Aber gut, da kämen wir durch. Ja, hier kommt man durch. Guck mal, ob wir da vielleicht eine Base bauen können. Erstmal. Weil so oder so ist mir das hier zu unsafe. So. Habe ich alles? Ja. Dann hier lang. Und da ist ein Aspen. So. Bloß nicht verfolgen lassen. Tschüss. So. Dann haben wir hier noch Schweifel. Sehr gut. Hier ist ein Krieger. Und da ist auch ein Spawner. Hm. So. Ja, hier könnte man, glaube ich, eine Base bauen. Aber ich schaue mich gleich erstmal um. Erstmal muss ich mich hier um die Feinde kümmern. Und dann gucken wir mal nach. Haben wir vielleicht irgendwo Treppen? Ja, hier. Die können wir auch mitnehmen, ne? Wo wir gerade hier sind. Ich glaube, ja. Ja, die Samen könnten wir nicht mitnehmen, aber na gut. Geh mal hier hoch. Stimmt, hier könnten wieder Topfscherben sein. So. Hier geht's nicht weiter. Hier ist ein Topf. Dann schmeiße ich mal Grausten weg. Weil die Topfscherben sind natürlich seltener. Hier, Axt. Hör damit. Hier rüber. Da ist auch eine Scherbe. Das ist eine Scherbe, ne? Ja. Sehr gut. Ich jump mal hier drauf. So, da ist noch ein Topf. Komme ich darüber? Ja, ne? Ich hier stehe. Ja. Hör damit! Oh, irgendjemand beballert mich. Und wo denn? Oh! Wow! Was zur Hölle? Der hat mich gerade fast gekillt. Da waren zwei Bogenschützen obendrauf. Aha. So sicher ist es hier also doch nicht. Ja, Bronze. Hm, Bronze. Gegen ein Pulver? Ja. Hm, dann ist es hier doch nicht so sicher, ne?